Der nächste Kandidat. Porsche GT3. Ein Traumauto. Ich bin der Viktor, komme aus Essen, bin 31 Jahre alt und ja, bin jetzt heute das erste Mal in diesem Jahr wieder an der Nordschleife und möchte hier mal eine Runde drehen. Der GT3 passt zur Nordschleife wie die Faust aufs Auge. Er ist wie geschaffen für diese schnelle Rennstrecke. Sie ist sein Zuhause. Das ist ein Porsche 997 GT3, Serie 2, also MK2, mit 435 PS und ansonsten relativ Serie. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist ein anderer Radsatz mit Winterreifen, weil es eben doch bei den Witterungsbedingungen mit den Semis ein bisschen schwer werden würde. Dieser Wagen ist zwar vom Motorsport inspiriert, aber so weit modifiziert, dass er auch im normalen Straßenverkehr ohne Probleme zu fahren ist. Weil es, glaube ich, das einzige Auto ist, mit dem man wirklich zur Rennstrecke fährt und wieder nach Hause fahren kann, ohne irgendwas am Auto zu modifizieren und ohne dann zu Hause wirklich wieder in die Werkstatt zu müssen. Ich hoffe mir einfach, dass ich mit dem Auto endlich das gefunden habe, dass ich Rennstrecke und Alltag irgendwo miteinander vereinen kann und Rennstrecke dem Auto nichts ausmacht. Hier fühlt sich der GT3 mit Sicherheit pudelwohl. Er wird sein Bestes geben. Besitzer Viktor hat schon seine ersten Erfahrungen mit Motorleistung und Fahrwerk gemacht. Das besondere Fahrgefühl ist eigentlich für mich hier bei dem Auto der Motor. Der Motor ist wirklich sehr gleichmäßig in der Leistungsentfaltung, hat einen sehr, sehr schönen Sound. Und also bei dem Gewicht geht das Auto auch schon gut vorwärts. Und ja, ansonsten das Fahrverhalten ist Porsche-typisch etwas untersteuernd, was mir jetzt nicht ganz liegt. Aber ich sag mal, man kann nicht alles haben. Auf den ersten Runden sammelt er dann weitere Erfahrungen mit seinem neuen Porsche. Und die sind gut und vor allem recht lehrreich.